Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Hallo. Hey, hey. So. Wir kommen voran, wir kommen voran. Ja, ja. 25 organisches Harz brauche ich. Moment, das ist denn Oxid. Haben wir schon zwei Kühltränke? Also Eiskühltränke? Ich habe doch ganz doch. Irgendjemand hatte damals doch schon. Mal gucken. Ja, natürlich, sage ich doch. Genau. Richtig, Britzel. Das Gute an Wasserrädern, die liefern auch vertrocknete Pflanzen. Und Schwämme für Medizin. Stimmt, die Schwämme auch. Die muss man regelmäßig putzen, die Dinger, ne? Okay, Moment. Ach, da ist ein Jaguar. Hallo, ich komme. Jaguar, warte auf mich. Ist der innerhalb der Höhe? Oh, Tatsache, nee, der hat hier schon ein Steinfundament. Weg. Na gut, dass wir welche haben. Ja, der hat tatsächlich schon ein bisschen durchgebissen. Okay. Wieso kann ich den nicht aufheben? Jaguar könnte man doch tragen. Ja. Wieso kann ich den nicht aufheben? Ist das Fundament ganz weg oder nur muss man es reparieren? Ja, nee, ich habe ja immer noch den Vogel. Das ist ganz weg. Okay. Ich habe ja immer noch den Vogel an dem Dingens dran bei mir. Du gehst rein? Ja, so? ich bringe ihn dir mal. Das ist lieb. Ich schmeiß ihn dir mal rauf. Oh. Dankeschön. Ah, warte, der war daneben. Ja, eindeutig. Da hinten in meinem Satz. Blitz und Donner. Genau, aber jetzt erstmal für Wasserrede alles vorbereiten. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Genau, 25 Harz. Hier links raus. Du musst raus, sonst siehst du es hier nicht. Ich gehe doch jetzt nicht raus, wenn es da Donner wie Sau und Blitz. Ach. Ein bisschen. Wo habe ich denn das? Sieht voll mit Marios Möbeln. Oh ja. Okay. So, Moment, was brauche ich denn noch dafür? 50 Stein, 100 Holz. Gut, Stein ist ja kein Problem. Hört es eigentlich auch mal wieder auf? Ja, gleich. Hm. Hallo, Bobbel. Dum, 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 dum. Wo habe ich dich jetzt reingetan? 50 Stein, 100 Holz, passt. 10 Stahlbarren habe ich auch gleich. 50 Kupfernägel. Na, dann gucken wir mal. Habe ich noch Kupfernägel hier drin? Nö. Da. 10 Stahlbarren. Was ist hier die blöde Werk bei mir? Die habe ich doch gerade irgendwo reingetan. In irgendeinen Schrank hier bei uns. Jetzt ist sie wieder. Okay, überlegen, so. Warte mal. Find sich doch alles. Find sich doch alles irgendwo. Irgendwann und irgendwie. Ja, ich müsste tatsächlich Wasserräder schon ein bisschen doppelt machen. Außer. Gucken wir mal. Na. Nee, ich muss die doppelt machen. Der braucht Dinger zweieinhalb. Ja, 5000 brauche ich hier. Ah, drei. Brauche ich schon drei. Ja, dann machen wir gleich mal so. Mit 30 Stahl machen wir gleich dreifach. Machen wir erstmal da. Erstmal 30. So, Momentum. So, dann hole ich mal 20 von denen her. Mache ich gleich drei Stück. Muss ja eh lange laufen.
Dann brauchen wir 150, also nochmal 100 und nochmal zwei von denen. Kulturecke, okay, das heißt. Oh, okay, warte mal, ich gehe nochmal kurz Holz holen. Holz, Holz, Holz. Das stimmt, wenn dann das Licht flackert, ja, dann ist da der ein oder andere down. Das passt gut. Also ich muss schon sagen, hier auf dem Server, da fallen die Bäume irgendwie in Zeitlupe. Ja, schon cool aus. Da bin ich mit dem untersten, mit der Wurzel fertig, dann steht der Stamm, dann nehme ich das nächste Teil, dann fällt der eins runter und steht immer noch da und immer so weiter so fort. Ja, naja. Cool. Ja, das ja, immer noch nicht. Was haben wir hier noch? Mehl. Mehl kommt da. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir sage, das müssen die auch noch in Icarus reinbringen. Es gibt ja Solaranlagen, die speisen sehr viel Energie. Aber es fehlt so eine Art Batterie, wo die Energie gespeichert wird. Wo du sagen kannst, okay, du baust Solaranlagen und dann speichert die Batterie und dann kannst du nachts dich von der Batterie nämlich ernähren. Das fehlt mir noch. Ja, das stimmt, ja. Mario? Was? Hast du was dagegen, wenn wir diese Sachen mal ausnahmsweise chaotisch in diese Ecke hier stellen? So. Da, wo ich gerade die Textilbench angeordnet habe? Kannst du auch stehen lassen. Weißt du, dass okay. Du die vielleicht so in der Mitte hier, dass man gerade noch so vorbeilaufen kann. Okay. Kommt da deine Kleine mit rein, Stück für Stück. Okay. Das heißt, Müll so wieder einpacken. Das da. Dann mal ab. Der gut. Herd geht nicht. Ich. Nee, da tun wir es nicht rein. Da ist eh jetzt nichts drin. Dann packen wir das rein. Das, sich. Das. Genau. Nee, das. Das. Da hatte Kupfernägel. No Shelver? Warum sagt er No Shelver? Schatzi? Weil das zu groß ist. Jetzt hat er aufgehört zu blinken. Mhm. Okay. Das? Ich finde es doof, dass das Teil als erstes stehen muss. Knorke. Das. 15 Wasserrille. Alles. So, dann brauche ich 30 elektronische Geräte. Das heißt, 3x3 sind 90 Kupferbarren. Boah. Siehst du, da geht's schon los. Drei, vier, sechs, acht, zack, 90. Da. 90 Kupferbarren, dann brauche ich 30 Gold. Hm. Aber so langsam kommen wir ins elektronische Zeitalter. Ach, Epoxid. Oh nein. Oh nein. 60 Epoxid brauche ich, okay. Ja, das stimmt. So, Melle, jetzt habe ich alles weggeräumt. Jetzt kannst du machen. So, die mal kurz dahin lenken. Da. Oha. Falsche Werkbank. 60 und dem nochmal. 3. Aber die Lutz. Schwefel. Dann lenke ich mich gleich. Was ist? Nix. Was? Nein, nein. Ich.
Ah, nochmal Baumharz, Moment. In der Wüste ist Solar der Hit. Wieso? Laufen die da auch nachts? Du machst gerade Epoxy, das ist ja geschickt. Nein. In der Bearbeitungswerkbank sind, glaube ich, noch 38 drin. Die könntest du haben. Warte, Bearbeitungswerkbank. Wo stand die nochmal? Nee, da hat es nur 18 und das reicht nicht. Ach so. Braucht zwei Stück mehr. Na dann. Brauchst zwei Stück mehr? Ja, warte, ich mach's mal meins. So. So, das Schwefel kurz weg. Brauch wieder genau das da einmal. Das Baumharz herstellen. Lalalala. Da. So, dann hatten wir doch Kühlschränke. Genau. Jawohl, da ist eine. So. Und da. Doch, doch. So, schieß. So, das ist fertig. Ach, du brauchst Dünger und Holzkohle, um Schießpulver herzustellen. Ah, okay. Das passt doch. Ah, warte mal. Hä, Moment, was mache ich denn jetzt hier? 60 ist doch Epoxid, naja. Okay. 23 Epoxid sind noch drin. Kannst du dir schnappen. Da, 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 da. Ich komme. Das ist gut. falsche Knopf. 30, genau. So, dann bringe ich das andere Zeug erstmal wieder weg. Nochmal. Hat mehr drin. Hat mehr drin? Eng mehr. Okay. Sieht. Genau. Oh. Epoxid. Also sie braucht den Biospritofen jetzt nicht bauen oder wie oder was? Doch. Deine Küche elektrisch ist auf jeden Fall noch nicht. Stahlbarren. Stahlbarren sind noch 19 drin. Ja, 24 brauche ich. 24, warte, hole ich dir schnell, die sind schon lange durch. So, ich habe dann nämlich so ein 100er Päckchen mal gemacht. Weil wir nämlich in Zukunft sehr viele brauchen. Hast du noch was vorbereitet, ne? Ja, genau. Ich habe da was vorbereitet. Stahl ist drin. Super. So, wir können tatsächlich drei Wasserräder machen. Und da muss ich aber noch das Kabel machen. 20 Kupfer, 8 Gold. Den schon wieder. Ach, jetzt habe ich wieder kein Epoxid. Müsste noch ein bisschen Epoxid drin sein. Wo? Im Mörser. Nein, habe ich doch gerade abgeholt. Oder schon wieder zurückgelegt. Olympus, auf D12 gibt es keine Flüsse. Okay. Kann sein. Was war das jetzt? Carbonfaser, genau. Carbonfaser, da brauche ich 4 Silizium, 4 Aluminium. Wieso ist da kein Silizium? Achso, klar. Silizium, 4 Aluminium. Aluminium ist da hinten drin. Gut gehende Lehre im Hof. Wer hätte das gedacht? Oh. Wer hätte das gedacht? Gehende Lehre im Ofen? Im Hof. Achso, im Hofen. Ja. So, bezüglich Holz und sowas halt. Ja. Ach so. Ich hab's vor uns hingestellt, aber jetzt ist alles schon wieder weg. Ja, das geht so schnell hier. Ja, und die holzverkohlten Dinger hier, die nützen uns halt leider nicht so viel. Und hier sind sehr viele verkohlt, nicht nur ein paar wenige. Leider.
Okay, 4x4 sind 16. 16 organisches Harz. Ich weiß nicht, wie kacke das, wenn man das so einstellen muss, dass es gerade ist. Schlagen. So, Carbon. Gut, das wird gemacht. Also geht doch. Bam, da ist er wieder am Schießen. Naja, ihr braucht doch Epoxy. Ja. Bevor ich jetzt Baumherz und Dingens umwandle dann wieder, dann nehme ich doch lieber gleich den Büffel, der herumläuft. Das geht. Ja, wann brauchen wir mal kein Epoxid, ne? Ja, ganz genau. Das ist schon. Du musst nicht weggehen, Kalb. Bisschen ja, krank. Liebes Kalb. Zack. So. Richtig. Hm? Oh. Ja. Jetzt fertig. Dum, dum, da, da. Muss ich mal gucken. Ah, Mann. Hey. Alles kaputt. Ich hab gedacht, ich kann das System austribbeln, aber nein. Ja, schön wär's, ne? Mhm. Ich find's auch ein bisschen schade, dass du die Küchenfläche bauen musst, um dann eigentlich die Küchenschränke zu bauen. Mhm. Und zu heften. Alter, ich hab's tatsächlich geschafft. Warte mal, dann. Ach komm schon. Okay, ich das dann kurz. Fäll doch schneller und lass den Baum nicht so langsam umfallen. Das ist hier falsch. Ja, das ist bestimmt. Er wird geärgert. Guck mal, wir haben alle so ein Ping über 30, ne? Das merkt man denn schon. Ja. Gibt Besseres, aber es gibt auch Schlimmeres. Ja, das habe ich noch nicht rausgefunden. Genau. So, das sind die drei Wasserräder. Die habe ich jetzt gebaut. Wasserräder? Ja. Ja. Was ich jetzt schade finde, ich kann die ja bei uns am See nicht platzieren. Ach so, weil sie ja Fluss hast du ja letztes Mal gesagt, gell? Ja, die brauchen fließendes Wasser. Ja. Weil das wäre so toll, weißt du, da einfach reinpflanzen und fertig. Ja. Müssen einfach, da muss ich tatsächlich da hinten hinlaufen, da an diesem Fluss. Das ist eine lange Leitung dann, oder? Ja, ja, das ist wohl wahr. Bis das da hinkommt, ist eine echt lange Leitung, muss ich sagen. Gibt's das nicht wireless? Schön wär's, ne? Schön wär's. Aber ich werde die schon mal platzieren. Jo. Feld, was bist du da hinten? Jaguar oder? Ach, ein Ikea. Das kannst du knicken. Mario, haben wir irgendwo eine Kochstelle? Ja. Häutungsbank? Oh, halt. Na, wahrscheinlich habe ich die nicht wieder aufgestellt, weil ich ja nicht so viel Platz hatte. Das heißt, die ist in irgendeiner der drei Werkbänke, die da steht. Okay, ich danke dir. Bitte, bitte. Da habe ich auf jeden Fall eine. Mhm. Da ist sie. Ich sehe sie. Lass mich rein. Ich brauche erstmal was zu essen, bevor ich loslaufe. Kühlbehälter? Was? Haben wir drei Kühlschränke? Zwei, ne? Moment, ich habe einen aufgestellt und wir haben noch zwei weitere. Einen habe ich, glaube ich, irgendwo noch reingetan und einen müsste noch in dem Schrank sein, wo die ganzen Teile drin sind. Das ist ja der Hammer. Also der bringt halt nichts, weil zu wenig Eis. Weshalb wir ja... Nur irgendwann bringt was. Das ist ja immer noch das Eis aus dem Gewinner-Jackpot von... Naja. Ja. So, Bobbel, komm. Lasst uns reiten. Oh.
Quietsch. Funktioniert auch mit Biosprit? Ja. So gesehen schon, oder? Weil Futter ist ja auch nichts anderes als Biosprit. Ja, theoretisch. Wiederverwertbar. Schade, dass die Viecher hier noch nicht kacken und dann daraus einfach dünner Dünger entsteht, ne? Ja, das wäre ultimativ, ja. So, die ganzen Folgen wegfallen, ja. 5, 6. Der steht immer noch da, der Baum, der steht auch noch da. Oh mein Gott. Eigentlich sind sie schon weg, aber sie stehen noch. So, da haben wir endlich mal wieder sinnvolles Material. Klatsch, 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 klatsch. Also für die Erzbohrer, also die elektrischen Erzbohrer, da habe ich eigentlich geplant, dann doch Solaranlagen hinzubauen, weil da ist es nicht schlimm, wenn die dann nachts mal nicht laufen. Dann kann ich die Solaranlage auch in der Nähe von den Bohrern platzieren. Ja, das klingt positiv, ja. Die Wasserräder sind tatsächlich für zu Hause gedacht, wo ich permanent auch nachts brauche, ne? Ja. Jetzt bin ich wieder leicht genug. Oh Gott. Hier switchen die Pixel gerade durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Okay. Weil die Bäume stehen und fallen und irgendwie sieht das sehr interessant aus, wie das hier gerade alles so zappelt bei mir. Ich muss jetzt mal gucken hier. Durch die. So. Sieht mir, ne? Du gehst mal auf Follow. Ach Gott, du hast Hunger. Oh. Ich habe aber kein Essen für dich dabei. Oh, 17%. Ich glaube, sein Futternapf ist leer. Ja, das kann gut sein. Warte mal, da sind Bärchen. Komm mal her. So was kontrolliert man immer, wenn man losgeht. Immer. Naja. So, warte mal. Füttern. Schaffen wir es? Was ist denn der Mörser drin? Machen wir da die Hälfte. Ja. Was schaffen wir? Irgendwas geht da draußen kaputt gerade. Okay. Der bewegt irgendwas und hat da irgendwas mit Zähnen stehen. So. Hast du ihm die Bärchen eigentlich gegeben oder nur in den Futtertrog reingetan? Nee, ich bin ja hier an den Flüssen jetzt gerade. Die habe ich aus der Hand gefüttert. Kollidiert da. Ja, ist dein Hörnchen eigentlich gerade nicht? Durch ihn manuell. Deshalb hat er so gedingst, weil der hat auch kein Dings mehr gegessen, obwohl ich gerade was reingetan hatte. Ja. Warte mal, kann ich denn hier auch? Nee, da nicht mehr. Stellen wir erstmal das Holz hin. Da. Gut, das ist halt ein weiter Weg mehr zum Entleeren, aber muss man halt in Kauf nehmen. Ja. Ich habe ja Bobbel. So. Das packt mein Inventar nicht mehr. Wieso braucht Holz gefühlt eigentlich immer mehr Platz zwischen den Dingern als Stein? Immer wenn ich Holz packe, muss ich mehr Platz dazwischen lassen als bei Stein. Mhm. Olle! Oh. So, ich pack dir so viel Gepäck hinten rein, Hirnchen, dass du dich überhaupt nicht bewegen kannst mehr. Geh weg hier. So. Du spürst Leute beim Arbeiten. Jetzt, wo du Foto gekriegt hast hier. Hirnchen, mit dir macht alles mit dir. Geh weg. Osterbahn. So. Ach du Blödnuss. Spaß nicht. Jetzt sind wir fein raus, oder? Ja. Nee, so ein blöder Jaguar. So komm, lass dich häuten. Kühlschrank mit Wasserrad, ja, der braucht permanent Strom. Definitiv. Aber bitte jetzt.
dran? Nein, habe ich nicht. Mario? Ist jetzt. Hier beim Epoxid und Baumharz und Knochenmehl herstellen, ja. Wenn du eine Hackchen Zeit hast, können wir deine Abhäutungs- oder Ab- wie heißt das? Häutungsbank umsetzen. Da ist so viel drin. Packen ja, weil ich ja, weil ich ja rüber musste. Du hast genau. Ja gesagt, ich soll Platz machen. Alles gut. Aber das heißt, die soll jetzt weg und wohin kann ich die jetzt packen, wenn nicht mehr dahin, wo es. An diese Wand. Da ran? Neben die Küche. Mhm. Das passt nicht. Du kannst nicht eine Küchenfläche hier hinstellen und hier eine Häutungswerkbank. Warum nicht? Schmeckt doch nicht, wenn du da das ganze Leder zwischen neben der Küchenfläche hast. deshalb wollte ich. Fleisch kommt in die Nähe, wenn du da häutest, dann hast du gleich einen Kühlschrank drin, kannst das Fleisch reinhauen. Und wo kommen dann die Leder, die Textilbänder und sowas hin? Ach, weil da muss ja der Esstisch, so wie das aussieht. Ja. Das heißt, also entweder laufe ich zum Kühlschrank mit dem Fleisch oder ich laufe zum Leder mit dem anderen. Was kommt denn da noch in den Kühlschrank? Was kommt in die Küche noch rein? Nicht also, mehr, oder wie? Warte mal, zwei Kühlschränke hast du drin jetzt. Ein Schrank. Und da ist nichts mehr. Die Kräuterkunde-Bergbank kommt da aber auch nicht hin, das ist klar, gell? Ja, aber die. Weil da habe ich ja gar keinen Platz zum in der Küche hantieren, wenn die hier so mitten im Weg steht. Nein. Die habe ich jetzt bloß dahingestellt, weil ich gerade. Die soll in diesem Bereich, aber noch nicht wo, weiß ich noch nicht. Also, wenn, dann hätte ich die Kräuterwerkbank gerne hier, weil das passt dann auch zu dem Tisch mit dem Mörser hier ganz gut, so wie der aussieht. Dann würde ich die hier hinpacken. Und ich würde alles, was Textil. Also, das hier würde. Weiß ich noch nicht. Das würde ich alles zusammen machen, abgesehen von dem Kühlschrank. Aber dann geht es rüber in Ding. Wie heißt es? In die Werk. Statt. Oder nicht? Also die Kräuterwerkbank. Können wir da auch noch mal ein kleines Räumchen reinbauen? Nein, das ist blöd. Es ist eine Kräuterwerkbank. Eine Kräuterwerkbank. Die hat mit Küche zu tun. Die kommt doch nicht in die Werkstatt. Ich meinte die da Sachen. Die da. Ach ja, wenn ihr die rüberpacken wollt, dann können wir die auch rüberpacken, klar. Da müsste man noch sagen, wo ich plätzenmäßig das hinpacken soll. Das wäre aber alles so entweder in der Ecke oder in einem Radius drin. Da hast du jede Menge Plätze. Such dir einen aus. Ja, oben, zweiter Stock, unten. Weil die sind halt relativ. Also von mir aus können wir die Häutungswerkbank hier lassen und müssen dann das halt rüberbringen, damit wir die Sachen füllen. Aber wir machen nicht viel mit der Advanced Dingsbums, außer Platinum Wave herstellen. Das heißt, theoretisch kann das alles rüber. Und dann es ist halt immer die Frage, packst du jetzt die Häutungswerkbank hier hin, musst du das Leder rüberbringen und das Fell und so und die Knochen. Packst du die hierher, hast du es nicht weit bis zum Kühlschrank. Also so oder so, irgendwo musst du in den Tod sterben. Geht nicht anders. Aber ich würde sie nicht in die Küche packen. Und wenn dann vielleicht hier hin als Abschluss so. So als irgendwie so. Ich hätte eher an die Wand, damit sie nicht so prägnant in der Mitte steht. Dann kommt die Kräuterwerkbank hier. Die muss auf jeden Fall muss die. Da kommt noch ein Schrank. Ich konnte den bloß noch nicht bauen, weil ich kein Epoxid habe. Ach so, läuft gerade drüben. Naja gut, das Knochenmehl muss erst durchlaufen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal diese Häutungswerkbank an den Schrank. Der wird wahrscheinlich nicht da stehen. Den nehme ich gerade nur, damit er einhängt. Weil ich ja die Dinger nur setzen kann, wenn ich vorher das habe. Hast du noch einen Platz frei, um die Häutungswerkbank zu setzen? Die ist frei. Die ist jetzt leer. Okay, also hier hin. Genau. Gut, während die weiter noch diskutieren da über die Küche, machen wir Schluss für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.